gestern, wir sind ja immer im Mastermind in reger Kommunikation. Wir haben extra eine Telegram-Gruppe für alle Teilnehmer, wo wir uns austauschen. Und dann gibt es noch Kleingruppen, wo die Teilnehmer sich zu dritt austauschen und unterstützen. Und ja, das ist so wertvoll, weil jeder die ganze Zeit Begleitung hat. Niemand ist alleine. Wenn irgendeiner wirklich Hilfe braucht in dem Moment, in unserem Mastermind, ist immer jemand da. Es ist einfach das Allerschönste und das Allerbeste. Und ja, da kam halt nochmal diese Frage auch auf: Kann ich kreieren, auch wenn ich es nicht fühle? Und die Antwort ist kurzfristig ja. Und warum das so ist, das erzähle ich euch auch gleich. Es ist unser Wort. Unser Wort und unser Gedanke ist das, was kreiert. Also die Gedanken sind ja nur unausgesprochene Worte. Und in diesen Gedanken und Worten von uns, das steht übrigens schon in der Bibel, liegt die Kraft der Manifestation. Und das bedeutet nicht, dass wir, wie viele Worte sprichst du aus im Leben, die du nicht meinst, die trotzdem treffen, wenn du sie oft genug wiederholst. Diese Self-Talk, diese dauernden Selbstgespräche im Kopf, das sind nur Wiederholungen von deinen Ansichten, von deiner Wahrheit. Und wenn dieser Self-Talk, du merkst auch nicht, was der mit dir macht. Du spürst es auch nicht, wenn du die ganze Zeit zum Beispiel dich fragst, oh mein Gott, wie soll das weitergehen? Oh mein Gott, wie soll das jetzt weitergehen? Wie soll das meine finanzielle Situation weitergehen? Oh mein Gott, wie soll es in meiner Beziehung weitergehen? Ja? Die ganze Zeit hast du Worte, hast du Gedanken im Kopf, die kreieren, weil sie wiederholt werden. Sie werden wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und du merkst es auch nicht. Du hast kein Gefühl wirklich in Relation zu diesem Selbstgespräch im Kopf. Sondern erst mit der Zeit sprichst du dich in einen Zustand rein. Also mit der Nachhaltigkeit, mit der Wiederholung erschaffst du einen Zustand. Und der Zustand, in dem du dich befindest, ist ja deine Kreation per se. Und zu diesem Zustand, in dem du dich befindest, gehören verschiedene Dinge. Gehört deine finanzielle Situation, gehört deine familiäre Situation, gehört deine partnerschaftliche Situation, gehören alle deine Beziehungen. Das heißt, du ersprichst auch mit nicht ausgesprochenen Worten, sondern Gedanken, die sind einfach wie Worte, dennoch, wenn du sie für dich leise denkst, sprichst du ein Wort. Und das Wort ist deine kraftvollste Manifestationswaffe, dein Instrument ist dein Wort. Das ist schon in der Bibel. Florence Scovel Shinn schreibt darüber, das Wort ist ein Zauberstab, hat sie im Buch geschrieben. Paul Selig in seinen Channelings und Büchern, Wort, ich bin Wort. Also du bist nicht nur Wort, sondern du bist eben auch Gedanke. Und dieser Transit, bis du deine Worte fühlen kannst,
Der braucht Wiederholungen, der braucht andauernde Wiederholungen. Das kannst du dir vorstellen, bis es wirklich in jede Zelle deines Körpers reingegangen ist, diese Information, braucht es Wiederholungen. Dein ganzes System ist voll mit Informationen. Das erklärt übrigens auch Mabel Katz wunderbar mit diesen 0 und 1 Kodierungen, ja? Ja, nein, ja, nein. Überall hast du Codes für dich selber schon entwickelt, ja? Und diese Codes sind im Prinzip deine Assumptions, also deine Rückschlüsse, deine Interpretationen. Das sind diese Codes. Gut, schlecht, das ist gut, das ist schlecht. Deine Bewertungen, oder? Das ist gut, das ist schlecht, das ist gut, das ist schlecht. Und so hast du quasi wie eine Computerprogrammierung in dir, die einfach sagt, das ist gut, das ist schlecht, das ist gut, das ist schlecht. Und wenn du zum Beispiel ganz lange gesagt hast, viel Geld, Menschen mit viel Geld sind schlecht, bis dein ganzes System hinterher wirklich das umgestellt hat und du durch die Welt gehst und irgendwelche Symbole von Geld siehst, Menschen mit Geld, bis sie sagen, wow, das ist toll, wow, das ist toll, wow, das ist toll. Bis diese neue Programmierung in dir so, so tief verankert ist, dass es eben automatisch passiert. Und jetzt passiert, du darfst beobachten, was automatisch bei dir passiert, was für automatische Rückschlüsse du ziehst, wenn du irgendetwas siehst, wenn du irgendein Symbol siehst. Ja, das sind ja alles Symbole, wie du einen Menschen siehst, der schick angezogen ist, ob du das gut oder schlecht findest. Und wenn du es gut findest, was für Rückschlüsse du für dich ziehst. Ja, das kann ich mir nie leisten. Oder wow, cool, das möchte ich auch haben. Ja, das alles sind so Programmierungen in dir. Und das sind Worte, Gedanken. Also ich unterscheide jetzt in diesem Video nicht zwischen gesprochenem Wort und gedachtem Wort. Es ist ein Wort. Und dein Wort kreiert. Dein Gedanke kreiert. Immer. Immer. Egal, wie du dich dabei fühlst. Ja, wie elend und beschissen fühlt man sich, wenn man Angst hat. Und wie viel angstgeladene Gedanken und Befürchtungen kommen dazu, immer wieder und immer wieder. Und du fühlst in diesem Moment vielleicht gar nichts. Weil du schon so gewöhnt bist, diesen emotionalen Zustand, weil das für dich sowas von natürlich ist, diesen emotionalen Zustand zu haben, während du diese sorgenvollen und angstgeladenen Gedanken für dich denkst, dass du eigentlich gar nichts Besonderes fühlst, weil das dein natürlicher emotionaler Zustand ist, der dir bekannt ist. Und nur um das Beispiel nochmal klar zu machen, muss ich es fühlen können, wenn ich etwas Tolles kreiere, wenn ich mir eine riesengroße Summe Geld kreieren möchte. Nein, es fängt damit an, dass du es dir vorstellen kannst und dass du deine Vorstellungskraft trainierst, dass es für dich etwas ist, was du dir vorstellen kannst. Und es fängt einzig und allein an, dass du dir mal die Mühe gibst, zum Beispiel vorzustellen, wenn es hier um Geld geht, wie würde 100.000 Euro aussehen? Habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen. Dann gehe ich googeln und hole mir ein Bild für 100.000 Euro. Oder hole mir ein Sinnbild für 100.000 Euro, zum Beispiel ein Auto oder ein Haus. Dass ich irgendetwas habe, womit ich anfangen kann, mir die Dinge vorzustellen.
Und dann muss ich mir noch nicht mal vorstellen können, dass es meins ist. Aber ich muss es mir vorstellen können und ich muss es gut finden. Ja, das ist mal das Erste. Ich muss es gut finden. Ich kann nichts kreieren, was ich nicht gut finde. Und wenn ich da irgendwelche Vorurteile, Beurteilungen, Worte und Gedanken diesbezüglich noch habe, muss ich die rausfinden, weil alles, was diesbezüglich entgegensteht, muss gehen. Das trennt mich davon. Jede Vorstellung und jeder Gedanke, egal wie sich der anfühlt, wenn der da ist, wenn der von mir aktiv unterstützt wird, dass ich etwas nicht haben kann, dass etwas nicht für mich ist, dann trennt mich das von dem, was ich mir vorstelle, was ich mir kreieren möchte. Und das ist eben die Krux, dass du dich in dieses unbekannte Land begibst, obwohl es sich unbekannt für dich anfühlt, obwohl die Vorstellung sich für dich nicht fühlbar, fassbar machen lässt im Moment, ist es trotzdem wichtig, dass wenn du aus deinem Alten rauskommen willst, dass du das Neue für dich einfach nur mal möglich machst. Egal auf welche Art und Weise, dass du dich mit diesen neuen Dingen in Begeisterung beschäftigst. Und auch wenn du nicht fühlst, dass es für dich ist in diesem Moment, beschäftigst du dich eben so lange damit, bis diese Begeisterung langsam in dir wächst und diese Vorstellungskraft in dir wächst, dass du und dein Wunsch eins sein könnt. Dass du jemand sein kannst, der in diesem Haus wohnt. Dass du jemand sein kannst, dass der oder die genug Geld hat, dass du jemand sein kannst, die in einer Traumbeziehung oder der in einer Traumbeziehung lebt. Aber zuerst musst du diese Realität für dich kreieren. Und wenn du sie nicht so kreieren kannst, dass du dich selbst in dieser Realität siehst, musst du dich eben im nächsten Schritt selbst kreieren, wie du jemand bist, der in dieser Realität ist. Und wenn du diese zwei Sachen zusammengebracht hast, entstehen die Gefühle. Aber sie sind nicht notwendig, dass du kreieren kannst. Du kannst alles kreieren, auch wenn du es nicht fühlen kannst. Nur, du musst dir die Erlaubnis geben. Du musst wissen, wer du bist. Du musst wissen, wie Schöpfung und Kreation funktioniert. Und dann musst du diesen Weg gehen, den du nicht kennst. Und diesen Weg musst du durchgängig gehen. Den musst du immer gehen. Du musst den Weg eines Schöpfers, eines Kreators gehen. Und das ist entscheidend, weil was wir hier gelernt haben, ist der Weg eines Opfers, der Weg eines Gefangenen, der Weg eines Eingeschränkten, einer Eingeschränkten. Das ist das, was wir gelernt haben. Und jetzt die Dinge neu zu lernen, neu zu leben, neu umzusetzen und zwar nicht mal jetzt gerade ja, nachher wieder nein, jetzt Opfer, jetzt Schöpfer, jetzt Opfer, jetzt Schöpfer, dann wird sich nicht viel bewegen, sondern diese krasse Entscheidung zu treffen, dass du jetzt das Leben eines Schöpfers lebst und das Leben eines Opfers hinter dir lässt. Obwohl das Leben des Opfers irgendwie jahrzehntelang gelebt worden ist und so bekannt ist, dass du dieses Fahrwasser verlässt, um das Leben eines Schöpfers zu leben. Das braucht von dir eine krasse, unwiderrufliche Entscheidung. Und deswegen ist es hilfreich, wenn du in einem Mastermind teilhast, wenn du da dabei bist. Ein Mastermind ist ein Meisterverstand. Der Verstand, ein großer Verstand, in dem sich alle treffen, die
die Meisterschaft im Sinne haben. Ja, deswegen heißt es auch Mastermind und nicht Losermind. Weil diese Loserminds, die haben wir überall, die haben wir in Vereinen, die haben wir an Stammtischen, was auch immer, wo sich alle beschweren und alle weinen und alle jammern. Und diesen Loserminds kannst du dich jederzeit anschließen, aber ein Mastermind ist ein Mind, ein Verstand, eine Denkweise, die es zu meistern gilt, um nachher zu denken wie ein göttliches Wesen, wie ein göttlicher Schöpfer. Und dazu braucht es nun mal eine Entscheidung. Und dazu braucht es nun mal Unbekanntes. Und dazu braucht es nun mal Überwindung, die Dinge neu zu machen. Und alle, die hier sind, nochmal aus Gründen von Dr. Joe Dispenza, weil sie seine Arbeit verstehen, aber immer noch nicht umsetzen können und immer noch keine Resultate haben, dann liegt es genau an dem und nicht an dem, dass du nicht jeden Tag um 4 aufstehst und meditierst. Nein, 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 nein. Darum liegt es nicht, sondern es liegt an dem, dass du jeden Tag anfängst zu zweifeln an dir. Es liegt an dem, dass du nicht weißt, wo deine Macht und deine Kraft ist, in welchen Instrumenten. Und es liegt an dem, dass du diese Instrumente nicht mit andauernder Gewissheit einsetzt, bis du Ergebnisse hast, sondern weil du immer wieder schaust, hat's geklappt? Hat's geklappt? Hat's geklappt? Und wenn du immer schaust, ob es geklappt hat, dann weißt du ganz sicher, dass es nicht geklappt hat, weil eine, bei der es geklappt hat oder einer, bei dem es klappt, der muss nicht schauen, ob es geklappt hat. Der weiß, dass es klappt. Und dieses Wissen, dieses tiefe Wissen, erlangst du Schritt für Schritt. Dieses tiefe Wissen, wie das Wissen, das 2 plus 2 4 ergibt, dass du davon nie wieder abweichst. So ein tiefes Wissen brauchst du, was es bedeutet, Schöpfer und Schöpferin zu sein. Dieses Wissen, dass du nicht mehr dran zweifelst, dass 2 plus 2 4 gibt, sondern dass du so sicher weißt, wie deine Schöpferkraft, wo sie ist, wie du sie zur Wirkung bringst, ist genauso, wie du weißt, wie Mathematik, simple Mathematik funktioniert. Es ist genau das gleiche Gesetz, es ist genau das gleiche Prinzip. Und dieses Prinzip zu erlernen, ist wie ein neues mathematisches Prinzip. Und dieses Prinzip durchzuziehen, darum geht's. Und wer nicht durchziehen kann, wer nicht durchziehen kann, wer nicht dranbleiben kann, egal in welchen Bereichen deines Lebens, wird keinen dauerhaften Erfolg haben. Ist leider so, ist im Sport so, ist in jedem Beruf so, ist bei jeder Wanderung so, ist beim Einkaufen so. Wenn du in den Supermarkt gehst mit einer Einkaufsliste und nicht durchziehst, bis alles eingekauft ist, dann wirst du nicht alles eingekauft haben. Du musst immer durchziehen bis zum Ende. Du musst durchziehen bis zum Ergebnis. Warum verstehen es die Leute nicht? Warum nicht? Es ist so simpel. Dieses Durchziehen, dieses Entscheidung treffen, durchziehen bis zum Ende. Leute, wann und wo habt ihr das verlernt? Eure Wünsche zu ermöglichen, durchzuziehen. Wann habt ihr es verlernt? Stellt euch mal diese Frage. Wann habt ihr verlernt, durchzuziehen? Weil ihr Dinge angefangen habt, ich kann euch sogar die Antwort geben, weil ihr Dinge angefangen habt, weil ihr euch für Dinge entschieden habt, die ihr nie wolltet.
Ihr habt Entscheidungen getroffen, die euch nicht entsprochen haben. Ihr habt Entscheidungen getroffen von Berufswahlen. Ihr habt Entscheidungen getroffen, was weiß ich, von Partnerschaften, aus dem Verstand heraus und nicht aus dem Herzen heraus. Irgendwann mal hat sich so scheiße angefühlt, dass ihr abbrechen musstet und dass ihr nicht durchziehen konntet. Wenn ihr aber jetzt Entscheidungen trefft für euch, für euer Leben, für eure Wünsche und für eure Träume, müsst ihr halt neu lernen, durchzuziehen. Weil es für euch ist, weil es eure super Wünsche ist, weil es nicht ein Wunsch oder eine Vorstellung ist von irgendjemandem im Außen, wo du meinst, du müsst sie erfüllen und dann irgendwann mal merkst, du kannst nicht durchziehen. Aber wenn du jetzt für dich entscheidest, was du haben möchtest, dann geht es darum, dass du lernst, hier durchzuziehen, weil es ist für dich. Alleine nur für dich. Für dich, für deine Wünsche, für deine Träume, für dein Leben, für deine Gesundheit. Für alles, was du dir wünschst. Und jetzt musst du halt lernen, durchzuziehen. So einfach ist es. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Weil wir sind so verkorkst. Ich auch. Ich auch. Ich bin jeden Tag dran, meine Denkweise auszurichten und zu berichtigen. Jeden Tag, von morgens bis abends, weil ich ganz sicher durchziehe für mich, für meine Wünsche und für meine Träume und weil ich nie aufgebe, für meine Wünsche und Träume zu gehen, nachdem ich kapiert habe, dass es meine Wünsche und meine Träume sind, die ich hier realisiere und nicht irgendwelche Vorstellungen von anderen Menschen, weil ich das verstanden habe, dass ich jetzt für mich gehe und nicht mehr für irgendwelche Vorgaben, systemrelevanten Geschichten und so weiter und so fort, sondern für mich. Und für mich ziehe ich durch, aber Vollgas. Und das wünsche ich mir auch für euch. Hier ist ein Ort, wo du unterstützt wirst. Du wirst gratis unterstützt in dieser Gruppe. Du kannst Fragen stellen. Du kannst kommunizieren, auch auf YouTube, wenn ich das jetzt wieder auf YouTube stelle. Du kannst hier Fragen stellen in den Kommentaren, du kannst in die Facebook-Gruppe kommen, du kannst mich kontaktieren. Das Mastermind läuft, es läuft noch 2 Monate lang. Die Master sind da, die helfen dir, du kannst reinspringen. Es ist alles da, was du brauchst. Aber bist du denn da für dich? Weil nur allein, wenn du da bist, und zwar andauernd da bist für dich, für deine Ziele, für deine Wünsche, für deine Träume, dann verändert sich was. Wenn du nicht für dich da bist, musst du nicht weitermachen. Musst du nicht weitermachen, musst du nicht weiter konsumieren, musst du nicht weiter meine oder andere Videos, Inputs anschauen, wenn du nicht die Entscheidung getroffen hast, dass du für dich da bist. Und zwar immer. Immer. Und dass du immer für dich da bist. Und dass du schaust, dass deine Gedanken und deine Vorstellungen für dich arbeiten. Es ist so essentiell. Es ist das Einzige, was etwas verändert. Und das bist du. Du darfst dich verändern in deiner Beziehung, in deinem Denken dir gegenüber, deinem Leben gegenüber und deinen Wünschen und deinen Träumen gegenüber. Und es ist scheißegal, wie sich das gerade anfühlt. Es ist scheißegal. Also, ich wünsche dir einen wunderbaren Samstag. Ich kann nur eins sagen. Mach dich an die Arbeit. Mach die Dinge so, dass sie für dich stimmen und für niemanden sonst. Geh für dich. Wenn es du nicht machst, wird es keiner tun. Bye, bye.